Auch am letzten Tag der DOC 2019 war der Besucherandrang groß, trotz des sommerlichen Wetters. Aussteller konnten ihre Produkte erfolgreich präsentieren, während den Gästen genug Zeit blieb, um sich auszutauschen. Dieses Mal war noch besser, ja, organisiert, ja, genau. Angenehmer auch, auch mit zum Beispiel dieser Busverbindung und so, ja. Ich kann meine Fortbildung, dann den Austausch mit den Kollegen und halt den Einkauf noch mir fehlender Produkte oder Maschinen eben gerade in einem erledigen. Was sich jetzt geändert hat, konkret für mich, ist, dass ich gezwungen bin, in irgendwelche Kurse zu gehen, die mir Punkte geben, weil andere Kurse, welche ich bezahlt habe, weil ich viel interessanter finde, eben mir keine Punkte geben. Man trifft sehr viele Leute, die man gut kennt, die man ja schon über viele Jahre kennt, kann sich mit allen nochmal austauschen. Der Austausch unter den Kollegen ist sehr angenehm. Das macht Spaß. Wir konnten sehr viel Neues machen, einige Informationen über neue Linsen bekommen und hoffen uns damit, das Produktportfolio ein wenig noch ausbauen zu können. Von den europäischen Kongressen her komme ich sehr gerne an die DOC. Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich da bin und finde es qualitativ, also wirklich sehr gut. Also sehr viele interessante Sachen sind leider auch parallel, dann muss man sich ein bisschen entscheiden, aber es hatte doch einiges dabei, ja. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, um an den letzten Weiterbildungskursen und Vorträgen teilzunehmen. Kongressbesucher schätzen besonders Auswahl und Zusammenstellung der Themen, sowie die Möglichkeit für Fachdiskussionen. Wie man die Themen besprochen hat und diskutiert hat, war auch, auch sehr gut, auf einem sehr hohen Niveau. Es gab auch genug Möglichkeit für Diskussionen. Von beiden Seiten her, vom Panel und von den Teilnehmern her. Also war insgesamt sehr interessant und ich fand auch die Live-Chirurgie-Sessions sehr interessant. Kontrovers diskutiert wurden auch Behandlungsmethoden bei diabetischer Retinopathie. Dabei ging es um die Abwägung zwischen dem bekannten destruktiven Laserverfahren und neuerer Medikamente, deren Applikation allerdings lebenslang erfolgen muss. Die Langzeitstudien haben gezeigt, dass aber auch über Jahre hinweg wenige Patienten von den Injektionen wegkommen, sondern im Laufe dieser Zeit auch pro Jahr oft 3, 4, 5 Injektionen brauchen. Und das ist ein zeitlich hoher Aufwand und auch ein hoher Kostenfaktor, weil die Medikamente sehr teuer sind. Wir müssen auf neue Medikamente setzen, die derzeit aber auch noch in sehr, sehr frühen Stadien der Entwicklung sind, bis der Laser wirklich verschwinden kann. Wichtiger Aspekt jeder Kongressteilnahme ist der Besuch der Industrieausstellung. Gerade hier in Nürnberg werden Innovationen erstmals vorgestellt. Verbesserungen und Updates bei Diagnostikgeräten können direkt getestet werden. Aber auch Weiterentwicklungen bei Medikamenten und Instrumenten werden auf der DOC präsentiert. Besucher und Aussteller ziehen ein positives Fazit nach 3 Kongresstagen. Damit bleibt die DOC einer der bedeutendsten Fachkongresse für Ophthalmologie in Europa.